Das ist nicht der richtige Ort, um Ball zu spielen. Seid vorsichtig, sonst macht ihr noch etwas kaputt. Warum lasst ihr nicht den Ball und schaut euch das Museum an? Ihr seid doch beide Dinosaurier-Fans. Paps, was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung? Kinder, wisst ihr, was los ist? Guter Versuch. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch wütender. Versuche mal, sie mit einem Blitz zu blenden. Kinder, was glaubt ihr? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um die Mumie zu erschrecken? Nein, Groovy! In einen Dinosaurier! Und was haben wir heute gelernt, Kinder? Bälle gehören nicht ins Museum. Was für ein schöner Tag, um etwas über Früchte und Gemüse zu lernen. Was haben wir denn da? Obst und Gemüse. Lecker. Wisst ihr, wie all die Sorten heißen? Tomate, Banane, Aubergine, Karotte, Kartoffel, Pfirsich, Brokkoli, Kopfsalat, Apfel und Spargel. Super! Okay, Kinder, ihr wisst schon, wie eine Tomate, ein Pfirsich oder eine Banane aussehen. Aber was sind sie? Früchte oder Gemüse? Soll ich euch den Unterschied erklären? Super! Pops, hilfst du mir? Sowohl Früchte als auch Gemüse kommen von Pflanzen. Je nachdem, von welchem Teil der Pflanze sie stammen, handelt es sich um Früchte oder um Gemüse. Fangen wir mit den Früchten an. Alle Früchte waren einmal wunderschöne Blüten. Blüten duften nicht nur herrlich, sondern helfen Pflanzen auch dabei, sich fortzupflanzen. Deswegen haben Früchte Samen. Deshalb sind Tomaten, Bananen, Auberginen, Pfirsiche und Äpfel Früchte. Sie waren vorher Blüten. Und was ist mit Gemüse? Gemüse stammt von allen anderen essbaren Pflanzenteilen. Samen, Knollen, Wurzeln und Zwiebeln befinden sich unter der Erde. Und dann sind da noch Stängel, Blätter und Blüten. Unter der Erde wachsen Gemüsesorten wie Karotten und Kartoffeln. Außerdem essen wir Stängel wie Spargel, Blätter wie Kopfsalat und Blüten wie Brokkoli. Es ist gar nicht so einfach, den Unterschied zu lernen. Sogar Erwachsene kommen oft durcheinander.
Wollt ihr an der digitalen Tafel spielen, um zu üben? Zieht einfach Früchte auf die linke Seite und Gemüse auf die rechte. Seid ihr soweit? Oh nein! Wo ist nur der Laserpointer? Macht nichts, Kinder. Groovy kann uns helfen. Wow! Danke, Groovy. Die Tomate, Frucht oder Gemüse. Denkt daran, in Tomaten verstecken sich Samen. Richtig, Tomaten sind Früchte, obwohl sie nicht süß schmecken. Die Banane? Genau, Bananen sind Früchte. Und die Aubergine? Nein, Kinder. Sie war einmal eine Blüte. Richtig, Auberginen sind Früchte. Und die Karotte? Ja, Karotten sind essbare Wurzeln. Und was ist mit der Kartoffel? Genau, Kartoffeln sind Pflanzenknollen, also Gemüse. Und der Pfirsich? Einfach, oder? Ganz genau. Pfirsiche sind Früchte mit einem ziemlich großen Kern. Und Brokkoli? Gemüse, richtig. Man mag es kaum glauben, aber Brokkoliröschen sind Blüten. Und Kopfsalat? Der ist auch einfach. Kopfsalat besteht aus Blättern, ist also Gemüse. Und der Apfel? Eine Frucht, klare Sache. Äpfel haben auch Kerne. Und die letzte Sorte, Spargel. Gut gemacht, Groovy. Gemüse, weil es ein Pflanzenstängel ist. Das habt ihr toll gemacht. Ich weiß, es kann schwer sein zu bestimmen, was Früchte und was Gemüse sind. Esst einfach am besten viel von beidem. Was für ein schöner Tag für einen Strandbesuch. Groovy, das Strandtuch steht dir ausgezeichnet. Es ist gut, dass ihr leichte Kleidung tragt. Im Sommer darf man sich nicht warm anziehen. Ihr wisst ja, in der warmen Jahreszeit kann es ganz schön heiß werden. Die Kühlbox steht ziemlich nah am Meer. Was glaubt ihr, Kinder? Ist das ein guter Platz für die Kühlbox? Ihr wollt Strandtennis spielen? Super Idee! Groovy, kannst du spielen? Ganz sicher? Groovy, du musst den Ball mit dem Schläger treffen. Genau, mit dem Schläger. Los, du bist dran. Wunderbar, Groovy. Du hast den Dreh raus. Phoebe, du bekommst einen Sonnenbrand. Hast du dich nicht eingecremt? Phoebe, du musst dich immer mit Sonnencreme eincremen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Und du auch, Groovy, obwohl deine Haut nicht so empfindlich ist. Paps, hilf mir zu erklären, wie man sich vor der Sonne schützen kann. Im Sommer scheint die Sonne sehr kräftig. Deshalb befolgt diese Tipps immer, wenn ihr an den Strand, ins Freibad oder in den Park geht, damit ihr euch keinen Sonnenbrand holt. Erstens, cremt euch mehrmals am Tag mit Sonnencreme ein. Zweitens, setzt euch einen Hut oder ein Cappy auf. Drittens, schützt eure Augen mit einer Sonnenbrille. Und viertens, haltet euch im Schatten auf, wenn die Sonne am höchsten steht. Zum Beispiel unter einem Sonnenschirm. Habt ihr alles verstanden? Sehr schön. Tragt überall Sonnencreme auf. So ist es richtig. Und
Und jetzt braucht ihr etwas, um euren Kopf zu bedecken. Großartig. Und was fehlt noch, Kinder? Eine coole Sonnenbrille. Super, jetzt könnt ihr weiterspielen. Groovy, was ist denn? Oh, weia. Die Welle da hat unsere Kühlbox mit unseren Snacks weggespült. Oh, oh, das Meer zieht sie immer weiter nach draußen. Ich weiß, Groovy, in der Box sind unsere Lieblings-Sommersnacks. Ananas, Wassermelone, Nektarinen. Wir müssen sie uns zurückholen. Was können wir nur tun? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um die Kühlbox zurückzuergattern? In eine Kamera? In ein Tretboot? Oder in einen Strandball? Richtig, in ein Tretboot. Los, Phoebe. Du schaffst das. Das machst du großartig. Fast da. Super. Achtung, eine Welle. Klasse, wir haben sie. Zurück zum Strand. Super, ihr habt es geschafft, Kinder. Zeit für ein Picknick. Unter dem Schirm bekommt ihr beim Picknicken keinen Sonnenbrand. Und frisches Obst ist der beste Snack zum Energietanken. Schmeckt's euch?